Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja, wir warten jetzt, bis ein paar Geschwister reingekommen sind in diesem Livestream. Hier werde ich inshallah etwas über den Anschlag von gestern sprechen, den Anschlag in Neuseeland. Ihr habt das ja alle mitbekommen, deswegen warten wir inshallah, bis einige Geschwister reinkommen, inshallah, damit wir bi'idhnillahi ta'ala über dieses Thema reden. Alhamdulillah, wir danken Allah subhanahu wa ta'ala für alles, was er uns vorgeschrieben hat. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala für alles, was er uns gegeben hat und was er uns genommen hat. Und deswegen ist es für uns etwas Schlechtes und auch wiederum Positives. Schlecht auf der einen Seite, weil unschuldige Menschen sterben mussten, einfach so. Und positiv für uns, weil diese Menschen in einem der Gotteshäuser gestorben sind, in einer Anbetung. Alhamdulillah, besser kann es gar nicht gehen. Also einen besseren Tod kann es gar nicht geben. Okay. Wie gesagt, wir fangen inshallah an. Bismillah, alhamdulillah, und salatu salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, ba'd. Ja, also ich möchte gerne ganz kurz darauf eingehen, zu dem Anschlag, der gestern vorgekommen ist. Ich will jetzt nicht erklären, was passiert ist. Die meisten von euch wissen genau, was passiert ist. Aber ich möchte gerne, wie ein Arzt, ja, den Grund herausfinden für diesen Hass, der diesen Menschen dazu getrieben hat, unschuldige Muslime in einer Moschee zu töten. Weil im Endeffekt hat dieser Mann aus Hass gearbeitet. Ja? Aber die Frage ist, warum? Warum ist das so gekommen? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Wir dürfen jetzt nicht einfach nur hingehen und sagen, okay, das war traurig, das war krass, das war heftig und wir vergessen, warum das überhaupt passiert ist. Deswegen, meiner Meinung nach, liegt der Grund, warum dieser Mensch voller Hass gewesen ist, ja, weil der Hass hat ihn dazu motiviert, die unschuldigen Muslime zu töten. Meine Meinung dazu ist, dass dafür zwei Gründe bestehen. Okay? Nochmal. Das, was gestern passiert ist, ist eine schreckliche Tat, ein Terrorakt, ja, gegen unschuldige Muslime. Und wir sind auf der einen Seite traurig, wegen den Familien, wegen den Kindern, die hinterlassen worden sind, den Eltern, die jetzt um ihre Toten weinen. Aber auf der anderen Seite sind wir glücklich darüber, dass diese Leute in so einer schönen Art und Weise gestorben sind, in einer Moschee durch einen Feind Allahs. Aber wie gesagt, zurück zum Thema, warum? Warum ist dieser Mensch so voller Hass gewesen? Ich finde, es liegt an zwei Gründen. Einmal natürlich an dem Fehlverhalten von manchen sogenannten Muslimen, ja, das heißt Terrorgruppen wie der IS, Al-Qaida und so weiter. Diese, für mich, keine wahren Muslime, diese Leute, ja, weil ein wahrer Muslim tut keinen Unschuldigen etwas an. Ein wahrer Muslim macht keine Anschläge. Ein wahrer Muslim tötet nicht Menschen auf bestiale Art und Weise, wie das der IS macht und diese ganzen Terrorgruppen. Aber sie sind Muslime. Ja, das brauchen wir jetzt nicht irgendwie abzustreiten oder zu sagen, nee, das sind Muslime, aber keine wahren Muslime. In meinen Augen sind das keine wahren Muslime. Aber ihre Gräueltaten, diese Terroranschläge, diese Probleme, die sie machen, aufgepasst, gesteuert von den Geheimdiensten hier in Deutschland und in Amerika und woanders, bringen die Nichtmuslime dazu, nicht mehr neutral über den Islam zu denken. So, das ist eine Realität, das kann keiner abstreiten. Und es bringt die Nichtmuslime zum Teil dazu, dass sie Hass bekommen gegenüber dem Islam. Okay? Das ist die erste Sache, der erste Grund. Der zweite Grund aber ist, dass die Medien überall auf der Welt diese Terrorakte und die Flüchtlingskrise und das Fehlverhalten mancher Muslime aufnehmen, schmücken, aufbauschen, vergrößern und dann in die Welt hineinschmeißen. Sodass diese Nichtmuslime, die schon Vorurteile gegenüber dem Islam haben, Vorurteile gegen die Muslime haben,
nicht mehr neutral über den Islam und die Muslime denken, dass sie nochmal in ihren Vorurteilen bestärkt werden, Hass bekommen über Hass und dann zu solchen Taten, zu solchen Taten dann begehen. Das heißt, dass hier die Medien auf jeden Fall die Schuld tragen. Ja, die Medien und manche Behörden, die diese Terrorakte entweder steuern oder zumindest zulassen. Und die Behörden, die mir jetzt gerade zuhören, wissen genau, wovon ich rede. Wenn man eines Amri, ja, einfach so nach Berlin fahren lässt, durch die Gegend fahren lässt und er wird beobachtet, 24 Stunden, und auf einmal macht er einen Anschlag, ja, und man bekommt dann auf einmal heraus, dass V-Männer dabei sind, wie der, wie V-Mann VP01, Murat, und der andere, der jetzt, dieser Algerier, der jetzt Ben Ammar oder wie der heißt, wo jetzt herausgekommen ist, dass er auch ein V-Mann gewesen ist, der bei Anas Amri gewesen ist, dann fragt man sich, ey, was ist da los bei den Behörden? Ganz einfach, man lässt diese Taten zu und teilweise geht es so weit, dass man diese Taten steuert. Warum? Es gibt viele Gründe dafür. Es gibt, dafür kann man Gesetze erlassen, dafür kann man Muslime unter Druck setzen, damit kann man Moscheen unter Druck setzen, die Medien haben was zu schreiben, die Medien haben was zu berichten und so weiter. Auf jeden Fall ist es so, dass die Medien, nicht alle Medien, aber die meisten Medien und viele Politiker diesen Hass, der bei diesen kranken Leuten ja, vorhanden ist, erzogen haben und ihn begründet haben und ihn nochmal verstärkt haben. Deswegen braucht man sich nicht zu wundern, warum dieser Mensch so hasserfüllt ist und warum er zu so einer Tat gekommen ist. Und er ist nicht der Einzige. Yani, schau dir mal die NSU-Morde an. Das ist genauso schlimm gewesen. Die haben auch ganz einfach Muslime getötet, größtenteils. Schau dir mal Andreas Breivik an. Ja, er hat genauso unschuldige Nicht-Muslime getötet, weil er Hass auf den Islam gehabt hat und weil er diese Nicht-Muslime als Täter gesehen hat oder er hat behauptet, dass diese Nicht-Muslime, die Politik und so weiter, dass die schuld daran sind, dass die Muslime sich ja so allzu sehr verbreiten. Aber auf jeden Fall, das dazu. Okay, das heißt, die Medien, die jetzt gerade mir hier zuhören, die Behörden, die mir gerade hier zulauschen, sie sollen Schuldgefühle bekommen. Schuldgefühle dafür, dass das gestern passiert ist. Ja, sie tragen mit die Schuld. Und das über Jahre, das ist ja nicht seit gestern. Das ist über Jahre geht diese Hetze. Über Jahre geht dieser Hass. Über Jahre geht diese Masche, dass man nicht differenziert. Dass man direkt sagt, islamistischer Anschlag. Das heißt, dass der Anschlag mit dem Islam zu tun hat. Salafisten, Fundamentalisten, Extremisten. Ja, das geht über Jahre, über Jahrzehnte geht das schon. Und es ist klar, dass dann ein Mann, eine Frau, ein Mensch über diese Jahrzehnte irgendwann mal diesen Hass bekommt. Und irgendwann mal dann zu dieser Tat zugreift. Was haben denn die Nazis damals gemacht? Genau das Gleiche. Durch die Propaganda, durch die Medien haben sie die Deutschen so weit gebracht, dass sie Juden eiskalt getötet haben. Das ist genau das Gleiche. Und es gibt Nicht-Muslime, neutrale Nicht-Muslime, die das genauso sehen, die sagen, dass die Muslime heute die Juden von gestern sind. So wie man mit den Juden gestern, das heißt vor Jahrzehnten umgegangen ist, ja, in der Nazi-Zeit, so geht man mit den Muslimen um. Das dazu. Jetzt möchte ich aber nochmal eine wichtige Sache erwähnen. Und zwar, wie gehen wir als Muslime mit so einer Sache um? Hier gibt es zwei Extreme und eine Mitte. Das eine Extrem sind Geschwister, die emotional darauf reagieren, total ausflippen, wütend werden, sauer werden, emotional werden und dann die ganzen Nicht-Muslime in einen Topf reinstecken und sagen, guck mal, die Kuffar. Und das ist falsch. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran beigebracht, dass wir gerecht sein sollen. Ja? Und dass wir nicht alle über einen Kamm scheren. Die Nicht-Muslime sind nicht alle gleich. Genauso wie wir Muslime nicht alle gleich sind.
So wie wir nicht möchten, dass uns, dass die Nicht-Muslime uns über alle über einen Kamm scheren, so dürfen wir das auch nicht für, bei ihnen machen. Okay? Das heißt, es gibt immer noch Nicht-Muslime, die sowas verurteilen, die tolerant sind, die korrekt sind. Weil im Endeffekt, wie willst du diese Leute zum Islam rufen? Wenn du alle über einen Kamm scherst, wenn du sagst, alle Kuffar sind schlecht, alle Kuffar sind so, wie willst du die dann zum, wie willst du diese Menschen noch zum Islam rufen? Und wir sind ja Leute, die daran Wert legen, dass wir den Leuten den Islam beibringen, dass wir die Leute zum Islam einladen. Das heißt, man darf hier niemals verallgemeinern und sagen, die sind alle gleich, die sind alle so. Und jetzt gibt es Bilder, ein Bild zum Beispiel aus Neuseeland, von einer Feuerwehrstation in Christchurch, die, subhanallah, so eine Tafel hatten und haben die geschrieben, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, also auf Lateinbuchstaben, das heißt, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Nicht-Muslime haben das geschrieben. Nicht-Muslime. Das heißt hier, ja, nicht emotional überreagieren, kühlen Kopf bewahren, weil das ist, was dieser Islamhasser gewollt hat. Schaut mal, er hat sich aufgenommen. Man denkt sich, wie ist er doof? Warum nimmt er sich auf? Warum hat er sich aufgenommen? Ganz einfach, er ist nicht doof. Er ist nicht dumm. Er hat einen Plan gehabt. Und zwar, dass er diese Gräueltat begeht, sich aufnimmt und diese ganzen Zeichen und hier und da, alles muss aufgenommen werden, verbreitet werden, damit die Muslime Angst bekommen. Damit die Muslime ausflippen, auf die Straße gehen, irgendwelche Flaggen verbrennen. Das ist, was er will. Er will Hass schüren zwischen den Muslimen und den Nicht-Muslimen. Das will er. Er will, dass es hier zu Konflikten kommt. Er will, dass es zu Kriegen kommt. Das will er. Er und diese Islamhasser von Pegida und AfD und Co. Weil sie sollen sich genauso angesprochen fühlen und schuldig fühlen. Weil sie die Leute so erziehen. Jetzt schaut mal, es gibt Kommentare teilweise von deutschen AfD und Pegida-Leuten, die das gutheißen. Die sagen, toll, jetzt Verfassungsschutz und Co., wo seid ihr? Warum ist es so, wenn jemand, ein Muslim, irgendein Blödsinn teilt, irgendein Video von IS oder Al-Qaida oder keine Ahnung, dass ihr dann sofort bei diesen Menschen vor der Tür steht, aber bei diesen Pegida- und AfD-Anhängern ist es kein Problem, da werden die Kommentare teilweise gar nicht mal gelöscht. Was ist das für eine Doppelmoral? Zurück zum Thema. Dann gibt es nochmal einen anderen Extrem, meiner Meinung nach, und zwar das sind die Leute, die dann auf einmal schleimen, irgendwelche Gebete, jetzt irgendwelche Versammlungen organisieren, lass uns zusammen beten für die Verstorbenen. Das ist genauso Quatsch. Das ist genauso Quatsch, weil das gehört nicht zum Islam. Dass wir uns irgendwo versammeln extra, um miteinander zu beten, um mit dem Rabbiner und dem Priester zu beten, sowas brauchen wir nicht. Ja, sowas brauchen wir nicht. Wir beten für die Toten, für die Verstorbenen, in unserem Herzen, in unseren Niederwerfungen, nach dem Adhan und so weiter, die Stellen, wo wir halt beten können und allgemein einfach. Wir brauchen uns nicht dafür extra zu versammeln. Weil das ist auch, was diese Islamhasser wollen, dass wir uns versammeln, dass wir trauern und dass wir ja gedemütigt und erniedrigt dort stehen und sagen, oh, das tut uns leid, dass wir die Opferrolle übernehmen. Wir dürfen niemals die Opferrolle übernehmen. Niemals. Und jetzt komme ich zu der Mitte. Die Mitte, meiner Meinung nach, ist, dass wir mit erhobenem Haupt immer noch sagen, wir sind Muslime, wir stehen zu dieser Religion. Komme, was wolle. Ja, egal was passiert, wir lassen uns nicht runtermachen. Wir machen weiter. Wir lassen uns nicht entmutigen. Wir lassen uns keine Angst machen. Wir haben Angst nur vor Allah subhanahu wa ta'ala. Dass wir Bittgebete für die Verstorbenen machen, für die Familien machen und dass wir Gas geben. Okay? Diese Islamhasser, was wollen sie? Sie wollen, dass wir den Islam verlassen. Sie wollen, dass wir den Islam vernachlässigen. Und jetzt du, mein lieber Bruder, du, meine liebe Schwester, die Frage, die du dir stellen musst, was hast du für den Islam getan? Jetzt, Muslime werden getötet, auf bestialischer Art und Weise. Die Frage ist, was hast du für den Islam getan? Was machst du jetzt für diese Muslime? Was machst du für die Religion Allahs? Frage dich. Betest du? Wenn du noch nicht betest, Schande über dich. Fang an zu beten. Wenn du kein Hijab trägst, dann Schande über dich. Trage den Hijab.
Mach was für den Islam. Der Islam wird bekämpft. Was machen wir dafür? Ich rede jetzt nicht davon, dass wir auf die Straße gehen und irgendwelche Gewalttaten ausüben. Das ist nicht vom Islam. Ich sage, lass uns zurückkehren zu unserer Religion. Unsere Religion nach vorne bringen. Diese Menschen dort, gestern in Neuseeland, sie sind für deine Religion gestorben. Diese Religion, die du vernachlässigst. Diese Religion, die du immer auf Seite schiebst. Und wo du das Studium, die Arbeit, die Freunde, das Nachtleben immer Vorrang gibst. Dafür sind diese Menschen gestorben, für diesen Islam, den du in deinem Herzen trägst. Jetzt die Frage, was machst du mit diesem Islam? Praktizierst du diesen Islam? Bringst du diesen Islam nach vorne? Diese Islamhasser wollen, dass wir den Islam verlassen, dass wir in die Disco gehen, dass wir den Islam nicht praktizieren. Und was willst du? Willst du genau das gleiche wie diese Islamhasser? Wenn nicht, dann praktiziere den Islam. Verteidige den Islam, indem du den Islam praktizierst und über den Islam auf beste Art und Weise redest und den Islam auf beste Art und Weise verbreitest. Das ist unsere Antwort auf diesen feigen Anschlag von gestern und auf alle Anschläge, die jetzt passieren. Jetzt in Gaza auch gestern, hat jetzt leider keiner mitbekommen, die Terroristen aus dem Israel, ja, also die Regierung, also nicht alle Juden. Nicht alle Juden sind schlecht. Das müssen wir auch nochmal nicht vergessen. Nicht alle Juden sind schlecht. Es gibt manche Juden, die Übeltäter sind. Ja, die Zionisten. Und es gibt andere Juden wiederum, die keine Übeltäter sind und die das auch verurteilen. Aber gestern zum Beispiel auch Gaza wieder bombardiert worden. Viele Menschen wieder gestorben. Keiner bekommt davon mit. Ja, und es macht einen traurig natürlich. Aber wir sagen, Alhamdulillah, alle Lob gebührt Allah. Diese Religion wird bekämpft, weil sie die Wahrheit ist. Die Muslime werden bekämpft, weil sie die Wahrheit tragen. Es gibt keinen anderen Grund dafür. Und die Frage, wie gesagt, am Ende wieder, was haben wir für diese Religion gemacht? Wir müssen Gas geben, meine lieben Geschwister. Schlafen ist vorbei. Wir müssen Gas geben für diese Religion. Und bitte macht Dua für die Verstorbenen. Macht Dua für diese Familien, die ihre Kinder, es sind Kinder gestorben. Kinder sind gestorben, subhanallah. Macht Dua für sie und macht Dua gegen diesen Feind Allahs, dass Allah ihm die gerechte Strafe geben soll. Möge Allah ihm die gerechte Strafe geben. Schaut mal, er denkt, er wäre jetzt ein Held. Er denkt, er ist ein Held. Er denkt, dass er für seinen Kreuzzug etwas geleistet hat. Wir sagen, du hast dich nur mehr ins Verderben gestürzt. Und möge Allah dir die gerechte Strafe geben. Im Endeffekt, das Leben ist kurz. Ein paar Jahre, dann wird er sterben und dann wird er für immer und ewig in die Hölle gehen, wenn er nicht Tauba macht. Und dann wird er sich wünschen, niemals sowas gemacht zu haben. Niemals. Deswegen, Alhamdulillah, Allah ist gerecht. Allah ist gerecht. Allah ist der Richter. Der beste Richter ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Leben ist kurz, das sind ein paar Jährchen. Und dann begegnen wir Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist unser Trost. Unser Trost ist immer wieder bei solchen Ereignissen, Alhamdulillah, Allah ist der beste Richter. Wir dürfen uns nicht klein machen, uns nicht demütigen lassen. Alhamdulillah, wir sind stolz auf diese Religion. Und die Geschwister, die dort ermordet worden sind, möge Allah ihnen die Shahada geben und ihnen das Beste geben, Alhamdulillah. Deswegen machen wir uns da keine Sorgen, Alhamdulillah. Wie gesagt, die Medien und die Behörden sollen Schuldgefühle haben dafür, dass das gestern passiert ist. Und es werden noch weitere, leider, es werden bestimmt noch weitere Dinge passieren. Aber Alhamdulillah, wie gesagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle beschützen. Barakallahu fikum, wie gesagt, tut mir leid, dass ich ein bisschen länger gemacht habe. Ich hoffe, dass ihr alle bei bester Gesundheit seid und bei bestem Iman. Wie gesagt, inshallah werde ich versuchen, nochmal öfters live zu kommen, weil wisst ihr, ich mache immer nur die Live-Vorträge, aber so, ja, die Face-to-Face ist auch mal in Ordnung, ja, ist auch mal interessant. Deswegen, inshallah, werde ich versuchen, demnächst auch ein Meet and Greet zu machen. Das habe ich euch versprochen, dass wir live schalten und dann, wenn jemand eine Frage an mich hat direkt oder was wissen will über meine Person, über meinen Wissensstand, weil viele fragen, wo hast du studiert, was hast du gemacht und hier und da, dass man da auf jeden Fall
miteinander unterhalten kann, sich austauschen kann. Barakallahu fikum nochmal. Möge Allah euch segnen, euch beschützen. Und ich sage an dieser Stelle, Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Und inshallah könnt ihr dieses Video überall teilen. Statement für den gestrigen Anschlag. Wir werden das inshallah auch nochmal auf YouTube posten. Und dass das inshallah dann überall geteilt wird. An dieser Stelle, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.